Ja, wie ihr seht, das mit dem Bedarf am Haarschnitt ist nicht besser geworden. Aber trotzdem gibt es heute ein neues Video. Ihr seid auf eine Hochzeit eingeladen, auf einen runden Geburtstag, ein großes Fest und habt in eurer Uhrenbox nur Taucheruhren und so richtig fette Klopper. Heute möchte ich euch eine von vielen möglichen Lösungen zeigen, die das Problem lösen, aber das Budget nicht über die Maßen belasten. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, wenn du deutsche Uhrenmarken magst und vielleicht auch mein Video magst, wenn es dir am Ende gefallen hat, dann kannst du sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Das kannst du tun während des gesamten Videos unten rechts oder am Ende des Videos oben rechts. Aber jetzt direkt zu meiner Low-Budget-Dresswatch-Empfehlung der Dugena Dessau. Dugena hat sehr viele vergleichsweise günstige Quarzuhren im Angebot, die dem von mir beschriebenen Anspruch einer etwas festlicheren Gelegenheit gerecht werden. Heute möchte ich euch zwei verschiedene Modellreihen aus der Dugena Dessau-Serie vorstellen, weil mir dieser Bauhausstil extrem gut gefällt. Die Preise bewegen sich für die runden Modelle zwischen knapp 170 bis hin zu knapp 250 Euro für den Chronographen. Die eckige Uhr, die ich euch heute im Besonderen vorstellen möchte, liegt je nach Bandvariante und Ausführung zwischen 224 Euro und knapp 250 Euro. Ich finde diese Uhren sehr gelungen. Auch wenn ein Quarzwerk drin ist, trage ich sie hin und wieder wirklich gerne. Und ich finde sie auch, wenn man nicht permanent eine Dresswatch braucht und nicht viel Geld ausgeben möchte, eine sehr, sehr gute Alternative, wenn man im Bereich deutsche Uhrenmarken sucht. So, das ist also meine budgetfreundliche Variante einer Dressuhr von Dugena. Man kann sehen, es ist die Premium-Serie von Dugena. Und ich finde die Uhr in dieser Preisklasse auch wirklich, wirklich gut verarbeitet. Natürlich kann man hier nicht das High-End-Finish einer Uhr im vierstelligen Preissegment verlangen, aber für den Preis, der hier aufgerufen ist, diese Variante mit dem Milanese-Band kostet 249 Euro. Und das finde ich wirklich erstaunlich, was die Uhr dafür bietet. Allein der Boden ist schon nicht ganz so simpel gemacht wie bei vielen der Mitkonkurrenten. Man kann sehen, dass das Rechteck in der Mitte etwas erhaben ist. Das Feld, in dem Dugena Premium steht, ist mattiert. Der Schriftzug selber ist wieder poliert. Und die entsprechenden notwendigen Angaben sind dann im Rechteck um die Uhr angeordnet. Wirklich schön gemacht. Die Bandanstöße sind relativ eng, also ein dickes Leder wird hier nicht passen. Dafür gibt es auch keine großen Spaltmaße, wenn man ein Lederband montiert. Die Hörner selber sind relativ dünn und flach, eben genau passend zum Bauhausstil. Die Zeiger und die Indizes haben keine Leuchtmasse, insofern macht es auch keinen Sinn, einen Nightshot zu zeigen. Die Krone ist relativ klein und zierlich, was es etwas erschwert, Uhrzeit und Datum einzustellen, aber es passt halt sehr gut in den Stil der Uhr. Und da es eine Quarzuhr ist, dürften Zeit und Datum auch nicht so oft eingestellt werden müssen, sodass das nicht wirklich eine Beschwerde ist, sondern nur eine Anmerkung. Die Uhr hat ein Saphirglas und ein poliertes Gehäuse. Der Boden ist teils poliert und teils mattiert und die Bodenplatte ist mit vier Schrauben fixiert. Die Zeiger sind nicht richtig schwarz, die Zeiger sind etwas gräulich und das gefällt mir wirklich sehr gut.
Das Gehäuse hat die Maße von 32,5 mm mal 32,5 mm mit einer Höhe von 7,5 mm. Auch das finde ich bemerkenswert, denn es ist sehr, sehr flach und wirklich angenehm unter dem Anzug und unter dem Hemd zu tragen, selbst als eckige Uhr. Was mir sehr gut gefällt in dieser Preisklasse, ist die Art und Weise, wie das Gehäuse oben eine schräge Kante hat. Natürlich sind die Kantenschliffe nicht so scharf und so deutlich wie bei wesentlich teureren Uhren, aber man kann die Facette erkennen. Man kann sehr schön sehen, wie das Gehäuse nicht gerade hoch geht und auch das Glas steht etwas über der Kante über. Kriege ich das eingefangen? Ja, hier haben wir es. Wirklich schön gemacht und auch aufwendig gemacht. Nicht einfach so hingedengelt, sondern wirklich mit Mühe und mit viel Liebe zu den einzelnen Details dargestellt. Ich weiß es von anderen Uhren, wie teuer rechteckige Saphirgläser sein können. Versucht einmal, ein Ersatzglas für eine Tag Heuer Monaco zu bekommen. Insofern finde ich es hier extrem bemerkenswert, dass diese Uhr mit einem rechteckigen Saphirglas für unter 250 Euro angeboten wird. Wirklich klasse. Hier könnt ihr sehen, die Uhr kommt aus Deutschland, Duguesclin seit 1917. Das Ziffernblatt ist nicht hartweiß, sondern cremeweiß, beziehungsweise Duguesclin hat da einen speziellen Begriff für, den habe ich euch aber, glaube ich, schon eingeblendet. Wirklich schön gemacht. Eine durchgehend sehr, sehr schöne Uhr. Ich bin immer wieder gefragt worden, welche Uhr hast du am Arm? Nun ja, und ich möge doch einen Wristshot zeigen der Uhren, die ich vorstelle. Ich kombiniere das jetzt einfach. Also ich habe heute meine Sinn 104 STSAABE an dem von Sinn gelieferten beigefarbenen Canvasband. So, damit hätten wir geklärt, welche Uhr ich anhabe. Und jetzt wollen wir noch mal kurz gucken, wie die Duguesclin am Arm aussieht. So, ihr seht hier ein Milanese-Band mit einer relativ einfachen Faltschließe, die aber Duguesclin signiert ist. Insofern auch nicht die billigste Lösung. Und am Arm macht die Uhr einen durchaus sehr passablen Eindruck. Und wenn man jetzt noch ein langes Hemd darüber hat, dann ist es wirklich eine Uhr, mit der man sich zu beinahe jedem formellen Anlass sehen lassen kann. Ja, vielen Dank, dass ihr euch mein Video angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, redet drüber, empfehlt mich weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt mir gerne, was ich verbessern kann. Und ansonsten freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, euer Watchmaxim.